und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Jetzt im Ferienmodus. Ja, hier fangen jetzt die Ferien an. Gestern war der letzte Schultag und mit zwei schönen Weihnachtsfeiern haben wir uns jetzt in die Ferien verabschiedet. Das freut mich, dann hat man nämlich die Chance, den Schreibtisch mal leer zu bekommen und alles mal so ein bisschen wegzusortieren, was dann doch im sehr stressigen Dezember so liegen bleibt. Und im letzten Video, da habe ich über zwei Sachen gesprochen, über die ich mich so aufrege in der Schule. Dieses taktische Fehlen und versehentlich früher in den Urlaub fahren. Und heute will ich mit euch mal die andere Seite beleuchten. Aber vorher, und das ist mir ganz wichtig, möchte ich euch auf jeden Fall noch richtig schöne Ferien, wundervolle Feiertage mit der Familie und einen guten Rutsch wünschen. Und außerdem will ich euch noch kurz erzählen, dass ich vorhabe, im nächsten Jahr meinen Kanal so vom Content her ein bisschen zu verändern. Keine Sorge, es geht natürlich weiter mit Mathematik. Ich möchte aber jetzt dann vermehrt, vielleicht so im Verhältnis 2:1, Deutschvideos machen. Und zwar sowohl deutsche Grammatik als auch Rechtschreibung und, wenn ich gut vorankomme, dann auch so Musterbeispiele für Aufsätze oder für verschiedene Textarten. Das gestaltet sich in der Vorbereitung etwas schwierig. Das kennt ihr aber alle aus der Schule. Wir, gar nicht wahr, die Deutschlehrer sind da ja immer ein bisschen individuell. Und das versuche ich gerade vorzubereiten und ich hoffe, dass mir das gelingt. Und dann gibt es im nächsten Jahr eben viele, viele Deutschvideos, dass wir uns das Fach Deutsch auch so ein bisschen angucken. So, das war praktisch nur die Einleitung. Tut mir leid, etwas länger geworden als gedacht. Ich will euch etwas erzählen, was mir gestern passiert ist. Und ich muss mir auch noch überlegen, wie ich das nachher dann den Titel von diesem Video nenne. Also Folgendes. Wir haben uns überlegt, dass wir zwischen den Feiertagen nach Berlin wollen. Da sind wir häufiger mal und die Klimadebatte in den letzten Monaten ist auch nicht an uns vorbeigegangen. Und obwohl ich viel Auto fahre, haben wir uns diesmal überlegt, dass wir ja ganz grundsätzlich häufiger mal mit dem Zug fahren könnten. Und mit dem Zug nach Berlin ist von uns aus ganz nett. Das sind so 4 Stunden Zugfahrt, aber ohne Umsteigen in eins durch. Super Sache, haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. So weit, so gut. Und in Berlin brauchst du sowieso kein Auto, nicht so wie hier auf dem Land. Heißt also, an für sich eine runde Sache. Tja, ich rübergestiefelt ins Reisebüro. Ja, ich weiß, ihr werdet jetzt sagen, buch doch über die App. Ja, mache ich für gewöhnlich auch, nur ich war sowieso gerade in der Stadt und bin dann ins Reisebüro rein. Und gesagt, ja, ich möchte ganz gerne mit 2 Erwachsenen nach Berlin. Und einen kleinen nehmen wir auch noch mit, aber der war kostenlos. Okay, Berlin hin, zurück mit Sitzplatzreservierung. Das brauchst du auf meiner Strecke, sonst kannst du da 8 Stunden stehen oder 2 mal 4 Stunden. Und da sagt die gute Dame zu mir, ja, es sind noch Plätze frei. Abfahrt in, weiß nicht, einer Woche. Also relativ knapp, das vorweg. Preis mit Sitzplatzreservierung hin und zurück 386 €. Dann habe ich mich ganz höflich bei der Dame bedankt und bin kopfschüttelnd rausgegangen. Und darüber will ich heute mit euch reden. Also, wir haben gerade das Klimapaket verabschiedet im Bundestag. Und die Zusammenfassung ist ganz grob. Strom wird ein bisschen günstiger, Sprit wird ein bisschen teurer und Bahnfahren soll auch günstiger werden, weil die Mehrwertsteuer verändert wird. Und die Bahn hat auch wohl irgendwie angekündigt, dass man zumindest einen Teil dann auch an die Verbraucher durchsenkt. Okay. Nehmen wir da mal mein Beispiel und gehen wir mal vom allergünstigsten Fall aus, dass die Preise nicht um 7, sondern um 10% sinken. Dann werden aus diesen 300, was sagen wir, 380, werden dann 340. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bei aller Liebe und allem Verständnis und der Grundlage des Verständnisses, dass ich sowieso weniger Auto fahren sollte und mich umweltfreundlicher bewegen sollte, weil es ja Alternativen gibt, und Zugfahren ja per se auch eine schöne Sache ist, weil man ja die Fahrzeit, die man sonst im Auto verbringt, auch sinnvoll nutzen kann, muss ich sagen, ist der Preis einfach viel zu hoch. Also es tut mir leid, für 360 € oder 380 € oder selbst 330 € kann ich mit dem Auto 6-mal oder 4-mal, spielt eigentlich keine Rolle, auf jeden Fall so viel günstiger nach Berlin fahren, dass das nicht mal eine anständige Alternative ist. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz großer Denkfehler in dieser ganzen Klimadebatte.
Ja, Klimaschutz ist wichtig und wir alle müssen was tun. Und wegen mir darf Klima auch ein bisschen mehr kosten. Hätte ich jetzt einen Aufpreis von 20% oder meinetwegen sogar noch 50%, hätte ich gesagt, wunderbar, das machen wir. Allein schon fürs gute Gewissen. Wenn der Preis aber locker das 3- oder 4-fache übersteigt, ja, dann muss ich sagen, dann geht das einfach nicht. Ne? Tanke ich das Auto voll, keine Ahnung, bin ich irgendwie bei 70 Euro und damit komme ich aber sicher hin und zurück. Da bin ich mit 2 Personen für 70 Euro nach Berlin gefahren. Klar muss ich noch den Verschleiß mitrechnen und ich muss einen Parkplatz haben und sowieso Nervenstress und das Unfallrisiko, alles richtig. Und trotzdem muss man sagen, steht's in keinem Verhältnis, weil ich bin ja nicht an irgendwelche Zeiten gebunden, muss keine Angst haben, dass irgendwo eine Schneeflocke gefallen ist und muss nicht umplanen, wenn alles irgendwie anders kommt. Und hier ist meine ganz ehrliche Meinung und bitte nicht als irgendwie Hate oder sowas auffassen. Ich denke, so wird das nicht funktionieren, weil wer ist denn bereit, für eine solche Strecke so viel Geld auf den Tisch zu legen? Und jetzt werden natürlich zu Recht einige sagen, ja, du hättest ja früh buchen können und super Sparpreis und Bahncard. Ist alles richtig, aber eine Bahncard ist für mich irrelevant, weil ich vielleicht 3-mal im Jahr Zug fahre. Und dann brauche ich einfach auch eine gewisse Spontanität. Natürlich gibt es Termine, die kann ich ein halbes Jahr vorher planen. Es gibt aber auch ganz viele Termine, die kann ich eben nicht vorher planen. Und was soll ich dann machen? Will ich das Ganze übrigens als Flexi haben? Nochmal für die, die keine Bahn fahren. Flexi bedeutet, dass ich den Rückfahrtag nur den Tag festlege und nicht die Uhrzeit. Das heißt, wenn dein Termin irgendwie schnell geht, dann kannst du den Zug früher oder wenn es länger dauert, den Zug später nehmen. Kostet nochmal extra. Und alles in allem muss ich sagen, ist das für mich schon eine echte Enttäuschung. Also ich fahre gerne Bahn, ich schätze die Vorteile, aber bei der Preisstruktur funktioniert das nicht. Und ich hatte mir ehrlich gesagt von unseren Klimabemühungen rund um CO2-Preis und so weiter ein bisschen mehr erhofft. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, wenn wir das machen, weil wir das machen müssen, davon mal abgesehen. Und es ist auch egal, was andere machen. Ich finde das toll, dass wir da vorangehen. Dann muss man es aus meiner Sicht richtig machen. Und man muss es so machen, dass die Bevölkerung davon auch einen Vorteil hat. Also Aufklärung ja, aber es muss auch irgendwie wirtschaftlich vertretbar sein. Und für 300 und Euro, das ist einfach zu viel. Es tut mir leid. Also, wenn jemand von euch so ein richtiger Bahnfuchs ist, ne, und ich da irgendwas falsch gemacht habe, dann bin ich euch dankbar. Aber die Profi-Rine aus dem Reisebüro, so heißt es, die hat auch gesagt, nee, das ist so. Ne? Dann ist halt irgendwie an Weihnachten nochmal besonders teuer und zwischen den Jahren sowieso. Glaube ich alles. Ne? Ich bin da auch, was Marktwirtschaft angeht, so mit Angebot und Nachfrage durchaus vertraut. Nur muss man sich da nicht wundern, dass die Leute das Auto nehmen. Ja, gut. Habe ich mich jetzt mal explizit ausgekotzt. Tut mir auch leid, Deutsche Bahn. No hate, wie sagt man, just think. Also denk mal drüber nach, ob das so stimmen kann. Also ob das wirklich das Ziel ist. Und vielleicht, aber da kommen jetzt wieder schlimmste Gedanken durch. Vielleicht müsste man immer überlegen, was die Aufgabe der Deutschen Bahn ist. Müssen die Gewinne machen? Machen die ja glaube ich sowieso nicht oder fragwürdig. Oder müssen die vielleicht einfach den Beitrag leisten, damit Deutschland mobil bleibt? Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir sagen, wir subventionieren das bis ins bittere Ende dafür, dass wir uns alle gut bewegen können. Und wenn man das macht und wenn die Preise gut sind, dann kann ich mir vorstellen, dass das tatsächlich auch gut angenommen wird. Bei den Nachteilen der Bahn und den Vorteilen. Also hier würde ich mir dringenden Handlungsbedarf wünschen und ich glaube nicht, dass die 7% oder 10% Preissenkung da irgendetwas ändern werden. Und ich will auch keine Bahncard. Nein, ich möchte flexibel fahren, so flexibel wie mit dem Auto. Ja, wie gesagt, also ich wünsche euch schöne Ferien, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und zwischen den Jahren mache ich noch ein bisschen Modellbau, wer Bock hat. Und am Ende vom Video, da will ich von euch wissen, wer von euch hat Bock auf Deutschvideos? Könnt ihr euch das vorstellen? Oder sagt ihr bitte lieber nur Mathe oder mehr Gassi to go oder die Mischung? Schreibt mir mal, was ihr für richtig haltet. Okay, das war's.
So, das Video ist zu Ende und wenn es gut gelaufen ist, dann hast du was gelernt. Und wenn du was gelernt hast, dann freut mich das und dich hoffentlich auch. Und wenn das so ist, dann lass mir doch ein Gefällt mir da. Da freue ich mich drüber, dann weiß ich, dass das Video gut ankommt. Und wenn es dir richtig gut gefällt, dann darfst du meinen Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Auch das freut mich natürlich sehr. Und dann kannst du Teil von Team Schmidt, unserer Community hier werden. Und das ist hier wirklich richtig toll auf dem Kanal. Hier haben wir nämlich ganz wenig Knallköpfe und dafür ganz viele tolle, nette Kommentatoren, wo das Diskutieren auch richtig Spaß macht. Aber das sieht man ja auch unter den Kommentaren, beziehungsweise in den Kommentaren unter den Videos. Das wollte ich meinen. So, und wenn du mehr Hilfe brauchst, dann findest du alles schön ordentlich sortiert auf meiner Homepage www.lehrer-schmidt.de. Okay, so, das soll's von mir gewesen sein. Okay, das war's.